Das ist eine Geschichte mit irgendwelchen Fremden. Der jetzt natürlich wieder weg ist. Phillips to the rescue. I'm gonna get real close to you. Oh nein. Oh Gott. Fuck. Als ob, ey. Oder besser. Lol, ist mir noch nie passiert. Was für ein interessantes Ereignis. Nicht löschen, das ist kein Spam. Ja, hä? Oh ja, du hast ja eine halbe Lebensgeschichte mehr. Ja, danke. Scheiße, wenn wir jetzt irgendwie mal in Kleidung kommen. Okay, ach du Elend, wir müssen jetzt erstmal. Wir an Kleidung kommen und dann machen wir mal das Fragezeichen. Dann können wir dann ganz zuletzt erwetzen und dann. Und oh. Alles gut, dein Herz. Auch unbedingt ein Auto, ja, ich komme voran. Wo ist denn, dass ich hier rauskomme? Oh, wir sind gleich ein Auto. Kübel. Martin! You know, I've been thinking about it. I'm not quite sure if I'm ready to accept an apology. Where is my wife? Patricia doesn't want to speak to you. And frankly, neither do I. I will find you! Okay. Well, I'll put some coffee on then. I'll see you soon. Da unten den Hosen, oder? Wieso kommen die Hosen nicht an?
Ach so, muss ich so machen. Ach so, okay. Vielen Dank. Kurz ein Limo. Ah ja, der arme Dresser, ne? Können wir mal ganz kurz das hier machen? Machen wir mal Randale. Ne, oder wir machen mal Funny, mein Vater Randale ist halt öfters immer da, bevor es nicht wieder verschwindet. Ja. Mal gucken, was es ist. Und dann machen wir die Randale-Mission, weil wenn wir gerade in Wüste sind, das passt dann gerade. Hey, was gibt's? Smell any funny spices? Я ничего не вижу, босс. Эй, предъяви документы. What? Паспорт давай, ебарь, мам. I don't fucking understand you. А, да ты по-английски не шаришь. Что за хуйня с тобой? Я говорю, паспорт покажи. Все вы нелегалы как один. И по гражданским арестам, ты понял? Америка — страна возможностей, а я воспользуюсь возможностью послать тебя обратно через границу, откуда ты припёрся! What? Very good, Joseph. Real fine. We'll make a civilian protector of our nation's borders from undesirable elements of you yet. Sorry, citizen, just a training exercise. Ah, okay. Well, I'm so glad that you patriots are out here defending this fine American desert sand! Well, thank you. When you could be in town fucking some girls and further destroying the gene pool. Hey, there's a real problem here. Да, люди мотивированы необходимостью прокормить свои семьи. Едут сюда работать по черному за копейки и прут в эту страну. It's a disaster. And that's why we form the Civil Border Patrol. Wait. My Patriot meter's going off. Huh? Come on, both of you. We've got some illegals over them hills. Come on, you drive. You drive, let's go. Drive, get in the back. Oh God, geht's den Verdächtigen? Ach du Scheiße. What's your name, citizen? I'm Joe, that there's Joseph. Trevor. Okay, Trevor. Well, it's saying we need to head for the Yellow Jack Inn. Ah, good. They love me in there. I'm definitely getting a strong reading. The Patriot meter predicts undesirables with up to 79% accuracy. Surely this is a sick joke. I mean, I love hanging with freaks, but you two losers cannot be for real. Unfortunately, this is as real as it gets. These people are criminals who threaten our way of life and drive down our property prices. Они думают, что могут приехать сюда в поисках лучшей жизни для себя и своей семьи. Это противоречит Конституции. Come one, come all, I say. This country's got bigger problems to deal with.
Well, that's because you've been brainwashed by the secular media. Don't you worry, though. We'll convert you. My brother showed some, let's just call it sexual weakness in his younger days. But now he's a happily married man with 3 children, and he rarely acts out. Well, they must be inside. Go see if you can flush them out, Trevor. Is there any place in the world I'd rather be than drunk as a skunk at the Alamo Sea? I just this is pointless. Everyone in here has done something illegal. Mm-hmm. The new film from that studio, Hey, Trevor, get out here now! They're in that car! Let's go! Go! Let's bring him in, boys. Here, take the stun gun. Really? Nobody needs to die here. We're civilized people. Hey, you! Stop the vehicle! This is a citizen's arrest! Well, of course they wouldn't understand me. Now would they, Joseph? Они отказываются ассимилироваться. Hold on your pointed hat! We're taking the scenic route! They're a law unto themselves. Ach du Scheiße. I ain't being zealous about this. America is for Americans. And that's why they call it, yeah, you know, America. Yeah, apart from... Careful. Apart from young Joseph here. А я единственный, кто думает, что этот идиот звучит как канадец. Yeah, that's right, what he said. At least Joseph here wants to be Americanized. You don't see him dressed up like some little sissy bullfighter now, do you? No! You might want to tell him not to salute with a straight... Что за чёрт? Not to salute with a straight arm. Aber ich kann die unverdeutlich aufhalten, wenn ich einmal normal fahre. Oh, Alter. Wie Berge will der noch mit? Oh. Go subdue those illegals, Trevor. I want to see how you handle that stun gun. If we turn on each other, they've won. Sorry about that, pal. Don't apologize to them. They're the ones breaking the law here. Flee no more. I go with you. What is wrong with you? Oh, very nice, Trevor. Respectful, but firm. We can handle it from here. Get in the vehicle. You've had your fun. It's time to go home. Okay. I do what you say. Gringo locos. Yeah. Let's move it along, senor. You like music? Mi chanza, pendejo. I don't want to rain on your parade, but we'll never get him into the vehicle if you don't let him stand up. Well, thanks for the help, citizen. America's a little bit safer because of you. Демократия за короля и страну. Oh Gott, das ist mir nicht gefahren, okay. Hallo, es fahrt. Ach, du Elendfahrt, das war eine ganz coole Mission. Bestanden Heimatschutz, oh gut. Jetzt machen wir das hier. Und dann fahren wir mal zu Franklin. Gucken, was er so hat. Und dann machen wir Lester und das Fragezeichen von dem lieben Franklin. Mitfahrgelegenheit, hä? Come on, someone! Hey, stop! Oder ich hingegen Papier. Room for one more? No, I think there's room for a little one. So.
big favor. Can you take me to the top of Vinewood Hills by the sign? Vinewood Hills. So okay. Sweet of you. I was starting to think no one was going to stop. Short dress, boots, vulnerable but playful demeanor. What more does a girl have to do these days? You cast out this kind of bait, you'd expect at least a couple of old sharks to come sniffing. But along you came. Thank God. Less of the old, please. I'm in the prime of my life. Just promise me you're not going to wear my skin or imprison me in a crawl space for 20 years. Joke. Kind of. You're cool, right? Sorry, I'm coming down. I've been partying like a biatch. Yesterday was a blizzard, man. I don't even remember getting out of bed, let alone going to bed. Good time. Okay. And what's on top of the Vinewood Hills? I'm going to see my man. He's a security guard at the broadcast tower right behind the famous Vinewood sign. He's been stressed out, really working long hours, so I thought I'd surprise the big lug. We haven't seen each other for like a week. Or maybe it's two. I don't know. Crazy how time flies. Wait, that's my phone. Speak of the devil. Hey, sweetie, I was just talking about you. To this guy who was nice enough to give me a ride? No, not like that. I'm pitching back into town. Yeah, I know what happened last time, but I'm pretty sure this guy is okay. I ran out of money or I would have gotten a cab. Yes, all the thousand you gave me, what's the big deal? I said I'd pay you back. I'm sorry, okay? My phone was out of juice. Mm-hmm. I only just got it charged. I was staying at a friend's at Sandy Shores. You know, Brianna or Susie. No, I haven't spoken to him in weeks. This is just some random guy, I swear. Calm down, babe. Look, would you tell him? Are you talking to me? Yes, tell him you're not a guy called Brian. You're just some random guy. What? Just shout it. I'm just some random guy not called Brian. There, babe, you believe me now? Babe. Babe! Shit, he hung up on me. Sorry about that. So, on a scale of 1 to 10, how well do you think that went? He'll be fine when I surprise him. Probably just having a bad day. He can never stay mad at me for long. Opposites attract, you know. He's the serious, responsible, pay your bills, save for the future type. Oh no! What's this? Ich bin mal Stress, diese Pisser da hinten, aber es war fair. Oh, der Name kommt von oben. Ja, ob die AT kommt immer wieder. Aber so, okay, ja, vorher sind wir. Ja, egal. Ja, danke, ist nämlich irgendein. Ja, danke. La, der ist ein böse Weg. Und hier rum. La. Ja, ist okay. Oh ja. Ja, jetzt kommen wir natürlich von allen Seiten. Ja, wow. Darf ich auch nicht wehren. Ah. Ja, danke, danke, reicht wieder. Oh, God.
Bullen hier, die Bullen da. Dann die Kapsel mit dem Spiel geholt, ist ja geil. Clip aus der Freude. Ah, Alter. Danke. Ich wollte sagen, was soll ich noch alles machen? Auto ist jetzt auf Schrott. Nimm das ja. So. Das war eine witzige Autofahrt. Wird ja voll gelohnt. Obwohl, die hat echt witzige Begegnungen. Die sind ja immer ganz nett anzusehen. Ach. Deswegen. Was ist denn jetzt so wieder? What excellent news. Well, don't mind me, Marty. I'm just here to kill some of your people. Ich darf nicht in die Stadt fahren. That was close. Das heißt, wenn ich in die Stadt mache, muss ich so wild kurz durchrasen, die bekloppt. Verdammt. Okay, brauchen wir Munition. Ist ja irgendwie voll das Geld, aber kommt man irgendwie kaum in Waffen. Aber irgendwie. Oh, boah, Waffen brauche ich auch nicht. Ein paar halt, ne? Ist aber echt so, weiß nicht. Jetzt haben wir noch nicht so viele Waffen gebraucht. Jetzt nicht so, dass ich irgendwie Waffenrunde bin. Ja, schade, die müssen ein ganzes Ende gemacht. Ja, gut, dann ist das Ereignis dadurch ja kaputt gemacht worden. Aber egal. Dann machen wir mal ganz kurz die Randale und dann gehen wir mit Franklin. Gucken, was der so hat. Mit Lester und dem Fragezeichen. Also, wenn wir erst das Fragezeichen machen, dann Lester. Vielleicht in der Richtung, nicht andersrum. Das schwebt. Also. Na gut, das gehört bestimmt doch. Oder darf ich mal ein Foto? Oder ja, ja, so gut, ja gut. Fahr mich das Bild. Fahr mich jetzt mit das Bild jetzt. Na. No. Ja, das kannst du gerne mal in der Galerie speichern. Das ist ein Bild für die Ewigkeit. Hallo! It's gonna strip the screw there. Can't put the cap on. No, it's a nut, man. You just screw it back on. Hey, what are you doing here, citizen? I said, what are you doing here, citizen? Nothing. Oh, I'm sorry. You're clearly a tourist. For our friends from up north, eh? A boot? Don't even say it like that. There's a moose loose a boot to hoose. Fuck off, you hoosier. Hey, hey, what's hey, happening? Fuck hey, sense! Oh, Jesus. It's a faint fucking accent. Get out you of can here. Hardly come on, tell. Come on, insurgent, hey, insurgent. We have contact. We have contact. Seid ihr nicht, ob man sich auch mit Aufwärts als selber umbringen kann, bestimmt. Wer wollte das auch das bestimmt das letzte sein? Ja, man kann es tatsächlich schaffen. Ah, das ist natürlich nicht geil, weil das macht das Ding ja 10.000 mal gefährlicher. Warum ich auch ungern einen Granatwerfer benutze. Weil das kann sehr schnell passieren.
Bin natürlich der 5er Soldat. Das steht da unten sogar immer. Ich kann drüben die Treppen so gut. Mhm, danke, 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 das hat euch geholfen. So, dann die 10 hier weg. Ich kann anders machen. Was aber so, wir sind nicht ganz so gefährlich. Nein. Ja, locker. Klar, wir legen uns den fucking Panzer an. Ist ja nicht so, ist überhaupt nicht übertrieben, oder? Zum Glück übertreibt die Spiel nie irgendwie. Okay, haben wir locker geschafft. Ja, das ist im schieße ich ungefähr mit Raketen da gerade die Gegend. Wer will das für die letzte Randale sein? Oh gut, hatten wir ja mal alles, glaube ich. Oh, vielleicht noch Cops, kommt vielleicht noch. Das wäre ganz interessant. Test euch. Da will ich mir sogar Gold zu tun. Guck mal, ich groß ziehen können. Was? Was? Ja, diese... Oh, Alter, dieser blöde Granatwerfer. Ich weiß, warum ich die Dinger bis zur Pest hasse. Ah. Sind schießt damit so so selten und deswegen bin ich auch kein Freund von explosiven Waffen. So. Bin ich echt nicht. Also ich schieße ungern mit explosiven Waffen, weil es immer irgendwie schief gehen kann auf einmal. Unbewusst. Kann immer irgendwie schief gehen und dann gesehen, eine Granate hat mich damit selbst gekillt. Ohne dass ich es mal wirklich gemerkt habe. Jetzt bin ich kein Granatwaffentyp. Ein Fan davon. Er ist ja ganz cool so, aber dem Aspekt, dass du dir selbst killen kannst, ist dann schon wieder ein bisschen ungeil, oder? Weil ja, die Ernsthaft, ja, wir haben auch nicht gekillt. Alter. Das ist lächerlich. Ja, toll, weil ich einfach tätig jetzt einfach eben überlebt, Alter. Ich mich nie lassen. Kann man sterben. Ja. Wie der auch in die Luft geflogen ist, irgendwie. Weil so ein Kill ist ja gar kein Problem, aber wenn jetzt natürlich jedes Mal stirbt. Das ist das letzte Mal gemacht habe. Guten Morgen. Was zum Teufel? Ja, weil er Feuer ist. Jetzt schon mit verarschen. Komm ich an, jetzt meine ich ja aus Kleinigkeiten. Mücke, Alter, bitte.
Glück und auf 35 Gold. Da haben wir ja nur die Zelte mit killen wieder, dann ist doch alles gut. Oh ne, noch einer von da. Oh komm. Ja, wir müssen dann einfach die das benutzen, weil dann wieder Musik war. Okay, ich will mit Gold zu tun, ich glaube jetzt nicht mehr. Das ist immer deutlich besser. 45 Kills noch? Ich glaube ja. Okay, dann müssen wir im Panzer einfach Dinger benutzen. Oh. Ey, jetzt wirklich, zum Glück ist es gleich geschafft. Piss dich. Reicht das für Gold? Mal gucken. Bestimmt 64 für Gold sein müssen oder so. Sechs Gegner mit Kopfschüssen? Ah. Ah, und jetzt mal das letzte Randal hätten wir auch fertig. Dann würde ich jetzt einmal sagen, wir machen jetzt hier einen kleinen Cut rein, denn das passt eigentlich auch ganz gut. Da haben wir damit jetzt die Season beendet. Ich wollte gerade. Nee, oder? Ach komm, als. Oh, wahrscheinlich, ja, komm. Gut her. Oh, wow, 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 Glück gehabt. Das war eine tolle Idee. Oder? Nein, egal, ich bin mit euch. Sind wir durch? Glaube ich nicht. Ja, aber es war so klar, ist das jetzt passiert. Ah, nee, ich wollte eigentlich nicht noch mit der Bohnen nicht anlegen, aber ja, na klar, müssen die Bohnen natürlich noch kommen. So, natürlich wieder, dass wir halbwegs hier einen Spawn haben. Was passiert, der spawnt aber vor mir. Klar, was soll ich denn da auch machen? Ich finde sowas ultra bescheuert, ganz ehrlich, wie das eigentlich nur zu beenden und jetzt kommt er da mit verfickten Cops rein. Ah, jetzt kann ich mich da einfach rumprügeln. Ich muss mal an auf den Sack gehen. Ja, ein Heli ist da auch noch und der Spawn hat die so ganz merkwürdig. Warte fahren. Nein. Oh Gott, zum Glück hat der Baum mich irgendwie aufgehalten. Ah, Alter, bitte, wenn ich da vorne gedonnert wäre, ne? Boah. Nee, oder? Jetzt kommt der Heli wieder. Oh, nee. Nein! Glück gehabt, und wir können schon mal auf ihm hier wechseln, bevor das nochmal passiert. Und... Hey Baby, was happening? Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es dann wieder heißt. GTA 5, vielen Dank dann fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, Leute, und tschüss. Bis bald. Ciao.